Willkommen in meinem kleinen Klemmbaustein-Studio. Ich bin der Mike, neben meiner Frau Bianca, und wir haben uns gedacht, wir bauen heute ein bisschen was, beziehungsweise mein Frauchen baut. Das haben wir seit einiger Zeit bei uns zu Hause schon rumstehen. Minecraft-Set. Und das wollen wir heute bauen. Let's go, du darfst. Ist deins. Ja, da kann ich ja nicht vernichtet. Die können wir hier lassen. Das ist ein Pappe. So, mal gucken. Irgendwelche Dark Green drin, die ich gebrauchen kann für meine Sachen. So, wir fangen mit 1 an. Das ist hier 1. Das voll ist, das ist Langteile und nochmal Kleinteile. So. Warum müssen runde Teile immer rollen? Das ist ärgerlich. So. Alles mal durchgucken, damit wirklich alle Teile raus sind. Nicht so viel hinter mir in der Müllschule rumzuwühlen, um die Teile zu finden. So. Alles mit 1 machen wir mal. Alles mit 11. Das war eine kleine Schale nebenbei vielleicht. Wäre vielleicht sinnvoller. So. Vielleicht wird da die Teile noch gefunden in der Kabelkiste. Das können so Frauen nicht so ein bisschen ins Haar machen hier so. Ja, man kann nicht. So zu zwei Seiten hier so. Kann man so schön reinflechten hier. Au! Ich weiß, was du verkehrt zusammenbaust. Ja. Ich helfe dir ein bisschen. Kannst du gerne machen. Jetzt eine Silber. Gibt es auch einen hellbraun? Ich habe heute nur einen dunkelbraun, glaube ich, die Schatztruhe, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann ja mal dieses komische Gebumsel hier bauen, was das hier ist. Da ist ein schwarzer 1x1 Plätt, die kann ich gebrauchen. Dann packe ich mal zu mir mal rein, ne? Ja, ist ja gut. Das soll, glaube ich, ein Bücherregal darstellen, so von der Art, ne? Fast so vor. Ja, das kann sein, ja. Grüner 1x1er. So ein Deckel drauf. Ach, den muss ich zweimal bauen. Ja, dann mal. Dann bauen wir den zweimal. So diese vielen einzelnen Teile hier. Wie verrückt. Ich fasse es ja gar nicht. Guck mal, das Dark Green Plates 1x1. Das ist aber schön. Nicht Plates, Ziele, Fliesen, ja, du weißt schon. Teile, die ich gebrauchen könnte. Ich habe ja da hinten noch eine Baureihe 151 noch im Bau. Was sieht der denn aus? Der explodiert. Oh, ist das so durchsichtig? Gibt es eine neue Art von Creeper in Minecraft? So ein Geisterkrieper? Nee.
Weiß ich nicht. Der explodiert, mein Schatz. So, hast du deine beiden zusammen? Na klar. So, den Ofen habe ich, den TNT. Fackeln darfst du jetzt mal machen. Darf ich mal. Viermal. Jo. Das wird richtig hell in der Bude. Oh, die kann ich auch nachher gebrauchen. Mhm. Das Ding wird bei uns eh meistens bestimmt hinterher als Teilspender. Wir werden nicht Buchstabensalat im Mund, wir werden nicht alles davon benutzen später. Wir bauen das mal einmal auf, um zu gucken, wie das Set allgemein ist, um ein Fazit zu ziehen. Dann wird es höchstwahrscheinlich zu 80% das Ganze als Teilspender dienen. Da wir ja eigene Minecraft-Mocs haben, schon vieles. Brauchst du jetzt? Da bin ich. Na gut. Ich darf den Ofen bauen. Ich darf mir jetzt den Finger verbrennen. Den Ofen, den habe ich schon fertig. Ist schon fertig. Den kannst du jetzt erstmal nicht bauen. Das TNT hast du auch schon fertig? Ja. Dann baue ich jetzt diese Kaktusse da. Warte mal, irgendwas habe ich jetzt hier verkehrt gemacht. Warte mal. Ich muss mir selber überlegen. Hast du dich wieder selber ausgetrickst? Ja. Wie konnte das noch passieren? Also, naja, genau. So. Was soll das denn hier sein? Sollen, glaube ich, Ranken sein. Weil das ja bei mir sein soll. Das meine ich. So ein vierarmiger. Nein, das ist eine Kaktus. Nee, das ist eine Pflanze, die du da bastelst. Eine Pflanze? Das sieht eher fast so aus. Ich weiß nicht, kennt das Spiel Minecraft mit Mods? Da gibt es auch einen Mod, den ganzen Technik-Mod, so wie heißt er denn? Thermal Foundation. Da gibt es nicht nur diese normale Lohe, die ihr aus dem Nether kennt, da gibt es auch andere Lohe noch. Und die sieht fast genauso aus. Auch mal eine schöne 1x1er Dark Green Fliesen. Ich fasse es ja. Wird das eine Schrankwand? Nein. Ja, ich frage ja nur. Also, ich habe gehört, das, was da gerade gebaut wird, wird keine Schrankwand. Hast du hier dein Dings fertig? Ja, hast du. Meine Lohe habe ich fertig, ja. Das ist keine Lohe. Für mich ist das eine Lohe da. Ich weiß nicht, vielleicht geht das dann weiter, aber Teile haben wir nicht mehr. Kann ja mal umblättern, ne? Ja, das kannst du gerne machen. Nee, hat sich ausgelohnt. Du machst die Seite, mache ich die Seite. Ja, kannst du die Betten machen. Oh ja, Betten ist immer gut. Ja. Betten sind immer gut. Bauen wir als erstes einfach so ein Mädchenbett. So sieht ein Mädchenbett aus. Rosa. Ein Zorn wieder auf mich. Was machst du? Meine Betten sind fertig. Ja, schön. Und schlafen gehen können wir schon mal. Ja. Das ist eine Sitzgruppe, wa? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir schon mal zwei. Ja, das sieht aber so nicht klar aus. Das sitzt wieder hier. Du brauchst wieder die Seite, dann brauche ich da drüben die Seite oder müssen wir alles bauen? Nee, kannst du machen. Kannst du da machen. Aber den brauche ich später auch, diesen Sessel hier. Jetzt haben wir hier einen Huhn auch noch fertig. Das muss wohl eine Katze oder was sein, ne? Das ist ein Ozelot. Ozelot ist gelb.
Oh, das ist eine graue Katze. Nachts sind alle Katzen grau. Ja. Die brauche ich auch. Das Kleinkram in die Truhen packen wir mal nicht rein. Das brauchen wir nicht, ne? Halt, Nini. Was ist so? Der Schwanz. Jetzt kannst du um. So, das haben wir jetzt alles. Wir können fast noch ein zweites Huhn bauen. Hier noch ein paar Teile. Vielleicht haben wir solche Teile ja noch. Dann können wir noch ein zweites Huhn bauen, soweit es fertig bauen. Dann soll ich den Kopf auch noch da drehen. Wir machen das Huhn so, dass es nicht flattert, oder? Ja. Machen wir das Huhn so. Ach, die letzte Tüte. Der Nachteil bei diesen ganzen Minecraft-Sachen hier beim Bauen ist ja, weil keine vernünftige feste Unterfläche, wo man drauf bauen kann. So, machen wir das Ganze auf 200x200 die Baseplates gebaut. Steckbar, aneinandergereiht. Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Ja, ich platziere hier erstmal die Platten. Die großen Teile erstmal rauskriegen. Sieht aus wie ein unverkleideter Schneemann. Ja. Doch, guck doch mal, wenn du ihn so hinstellst, guck mal. Ist doch fast wie so ein Schneemann, oder? Ja, so ungefähr. Fehlt nur die weiße Verkleidung. Ich ja. Ein siebter. Dann eins frei und dann den nächsten. Müsste also normalerweise mittig sein, genau. Hier wird eine zweite kommt von der anderen Seite gegen. Hätte ich mal eine Unterhose gegen. Hast du schon geguckt? Ja, habe ich schon. Tatsache. Kannst du Sturm im Baumhaus machen? Ja, keine Ahnung. So, den mache ich. Guck mal, jetzt muss ich das verlegen. Aha. Ist wieder mittig. Jeweils ins fünfte von oben und von unten. Muss schon loslassen, das kann ich nämlich reinpacken.
durch, bis er da einrastet. Habe ich schon. Gut. Das habe ich fertig, die beiden jetzt hier. Okay. Das scheint wohl diesmal eine stabile Unterkonstruktion zu sein. Wo ich da noch nicht durchsteige, wie das Ganze sein soll. Schade. Wo das Ganze so wackelig ist. Ich brauche noch einmal dran. Ja, das rein, Entschuldigung, trotz neuer Brille, trotz Vielmann, das war der Werbeblock, nicht gesehen. Okay, das Ganze wieder ein bisschen instabil wahrscheinlich. Nee, der ist verkehrt. Entschuldigung. Ja, das ist so ganz richtig. Ja, das scheint auch recht stabil zu sein. Das wird auch ziemlich rot, das ganze Häuschen, glaube ich. So, was braucht man jetzt? Jetzt brauchst du. Das scheint ein neues Teil von Lego zu sein, das kann ich in dieser Art noch nicht. Ja, eine doppelte Jumper-Plate. Das ist alles Fliesen. Sehe ich das richtig so? Von denen schon mal zwei, genau. Eine braune Ecke und... Ist das mit Noppen? Nee, ja, genau. Ja, mit Noppen. Okay. So, jetzt muss ich mal Silber überlegen. Okay. Jo, was sind dann? Mit einem grünen Braun, ne? Da ist er.
Kochbuch ist schon auf Seite 34. Einmal davon. Zwei davon. Zwei davon. Wissen, für was diese Halter sein sollen, beweglich. Ist das wie in der Lok hier? Automatische Fahrgeschwindigkeit hier einstellen, AFB und sowas. Was? So, Entschuldigung. Gelbe Karotten. Eine Pflanze wieder mehr. Vielleicht eine Abzieher rein, ne? Ach, jetzt werden die Dinger fixiert. Aha. Das tun sie, werden sie fixieren. Hier wird die Nullstellung blockiert. Wieder vorwärts, nach rückwärts. Was denn? Guck doch mal, ich muss das viermal bauen. Entschuldigung. Ja, ich habe eine neue Brille, ich kann noch nicht so gut gucken. Erst das neue Brillchen erst gewöhnen. Steinchen? Nein, ich habe nur was geguckt. Oh, jetzt müssen wir wieder rein. Ja, jetzt sieht es schon aus. Rum. Okay. Tüte dran. Geht aber schnell hier, ne? Guck mal kurz, sind wir 24 Minuten. Alle Teile hier raus. Ja.
Knister, Knister, Knister. Hat ein Teil. So. Was brauchen wir denn? Den habe ich. Jetzt brauche ich die kleinen Teile. Diese hier, ne? Dient der Stabilität. Das Ganze gebraucht. Jetzt wissen wir wirklich die Funktion davon, ne? Und hier ein Schwein. Machen wir zwei davon. Zwei davon. Ein ganz schöner Baumstumpf. Hab schon. Ist das Selbstbedienung oder was? Jetzt wollen noch diese vier Dinger hier. Und nochmal. Hier davon, wenn ich es richtig sehe. Ist das wieder einer mit Technikstein? Ja, das ist. Gut. Ganze Mutter zweimal bauen. Mhm. Ups, jetzt sind wir weggesprungen. Einer. Tja, gut. Holen wir mal ein. Ne, hier ist noch einer. Ha! Such mal nachher. Da hingegangen ist. Einmal arretieren.
Ja, muss auch ein bisschen stabil sein, weil sonst die Kinder damit spielen, die reißen alles auseinander. Ja, das ist so wahr. Da lebt sowas nicht, meistens nicht lange. Mhm. Wie habe ich es mir größer vorgestellt? Ja. Ich mache den Baumstumpf oben drauf. Genau, mach du den Baum. Da ist er, abgesägt. So, bitte hier. Kontrollieren, ob auch alles raus ist. Ich muss das irgendwie Teile, wenn das perfekt ist. Ja, das war dann nicht so gut, ne? Was sind die Tüten? Habe ich meine habe ich hier gepackt. Ah. Ja, jetzt, wenn er da aufsteht, kann es sein, dass er ausrutscht. Das ist nicht gut. Nicht. Unfallschutz am Arbeitsplatz, ganz wichtig, ne? Mhm. Dann kommt die Berufsgenossenschaft wieder. Ja, genau, dann kommt er wieder. So, noch ein paar Sachen zum Zusammenbauen. Aber nicht heute. Das soll ja separat sein, aber nicht in Ordnung. So, das habe ich fertig. Das ist schön. Was ist sowas, ne? Ja, die 65 müssen wir erstmal machen. Ja. Das Schöne bei ganz Minecraft-Set ist ja, das sind aus diesen alles mit den 2x-Bricks gebaut. Das braucht ja heute keiner mehr. Das ist noch Stabilität. Selber Fall finde ich jetzt nicht. Müssen wir später aus dem Fundus nehmen. Mal. Die ja. Erste 4? 4. Dann hast du nochmal 4. Dann hast du nochmal 4. Und nochmal 4. Jetzt müsstest du genug haben. Ja. Gott sei Dank. Denke ich doch auch. Ne? Rotes. Okay. Das andere war das Schwarze. Dann haben wir es ja. So, in der Zwischenzeit bin ich fertig geworden. Wo sind wir jetzt? 68 habe ich fertig. Das kommt durchs Auskippen immer, wenn ich ordentlich aufräumt. Weißt du? Hörst nicht gerne. Ich konzentriere mich gerade. Okay, so heißt, wir müssen jetzt da. Da bin ich jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Und 20 von denen. Ja, das ist alle für deine Nase. Vielleicht sind das 20. Den auch welche davon bauen? Ja. Erlege gerade. So. Na, fertig. Dass du die anderen weiter brauchst. Ach! Wie kommt's? Dass du auch ein bisschen was zu tun hast. Ich mache hier die Pange auf, ich sortiere hier die Steine. Naja, ich verstehe schon. Ja. Ja. Genau. Passt wieder Deckel auf. Ich glaube, das wird die Baumkrone. Denke ich auch. Ja, vermute ich auch. Ja. Qualität der Fliesen. Wenn man genau hinguckt, sieht man unten die Gegenknochen. Qualität war auch schon mal besser. Du musst den Baum jetzt umdrehen. Ja, ich hab's getickt. Wie das drehst, ist egal. Überlassen sie dir. Guck mal, es ist an dem Zeichen da. Ich weiß. Ja, schon längst. Du hast schon längst raus. Okay. Und jetzt hier drauf. Wir sind gleich fertig. Nicht hier drauf, ich bin gar nicht fertig. Ah ja, stimmt. Ja. Schön ein Dach vom Keller bauen hier, oder was? Ist aber ein komischer Baum. Ja. Jetzt muss ich noch eine Krone für den bauen. Ich kann mal das Gegenstück bauen. Ja, kannst du gerne machen. So, jetzt muss ich aber. Warte, ich muss mir das mal überlegen. Jetzt kapiere ich. Ich hab das schnell kapiert, sag das nicht so. Sag doch schon. Alles gut. Ach, hier kommen diese Dinger wieder. Reicht. Die darf ich wieder bauen, ne? Ja, ist mir zu leicht. Angießpunkte war auch schon mal besser. Ist das über Original Lego? Ja, steht drauf. Komm mal lang. Ups, ja, gut. Das ist bestimmt die kleine Baumkrone. Hier ist sie auch, das sieht doch ein Blinder. Das ist die kleine Baumkrone. Das ist super. Ich habe keine Teile mehr. Ich habe keine schönen Häuser, schöne Bäume.
erstmal das gute alte Ur-Lego hier, so großen 2x8er und so. Ah, das sind die Super, die brauche ich nicht. Später auch. Jetzt kommt die Bohnenmannschaft. Kratzer drauf. Das geht. Ich glaube, ich komme hier ab, hat der Mann. Ah ja, okay, jetzt geht auch ein Laden. Eine zweite Tüte mit 5. Eine Untertüte, ne? Mhm. Übersticht unter, weil nur das ganze Tag und die war noch was, ne? Ich hab keine Ahnung. Doch, mal auch eine Menge. Weil ich konzentriere mich hier erstmal. Nein, den brauche ich. Lieb gemeint, aber da war ich schon wieder weiter. So, da bin ich hier durch. Und jetzt geht's hier weiter. Ja, jetzt muss ich mal selber meinen Krebs gebrauchen. Hm? Ja, das ist ein großes Massivhaus. Ja, sag ich dir so. Ja. Den hast du auch schon? Warte mal. Das steht draußen noch gar nicht. Nee, stimmt, hast du recht. Das Dach vom Keller bauen. Wie war das gerade mit der Konzentration? Nein, ich brauche noch mal 3 von denen hier. Noch halt 3-mal, Entschuldigung. Ja, das waren 3-mal. So, jetzt müssen wir selber. So, der ist schon mal richtig. Dann brauche ich die beiden, genau. Und so modifizierten. Wirklich diese Blöcke darstellen, die die ganzen Sachen in Minecraft gebaut sind. Geduld. Ich habe wirklich Geduld. Mit echt fließend Wasser, ne?
Ja, aber genau. Bestimmt das Badezimmer. Ich habe keine Ahnung. Nee, passt irgendwie jetzt nicht. Ja, jetzt noch ein Latschen drauf. Das ist bestimmt die Badewanne. Vielleicht. Fühlt sich alles an. So, jetzt das Fensterchen. Jawohl. Brauchst hier so ein Gitter und eine Lampe. Genau, dass mal Licht aufgeht hier. Ne? Genau, ein Licht, dass mal Licht aufgeht. Habe ich. Sehr schön. Auch durch. Gar nicht da rein. Na, klar geht das. Drücken. Ganz egal, was wir hier. Regal, okay. Mal links, links.
Nee, alles klar. Doch, wir latschen raus. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie eine Blume, kann es nicht sein. Halt, ich habe was vergessen. Ja, genau, die. In der Mitte kommt dann der Baumstamm durch. Ja, denke ich, die bin ich auch mal ganz stark. Natürlich, das Baumhaus so bauen, dass es nicht mit anderen Bäumen in Konflikt kommt, ne? Panoramafenster? Mhm. Ach toll, Panoramafenster war ja beide Wände, ne? Ja, ganz toll. Kann dir jeder zugucken. Deine Hand? Ja. Yeah. Wieder so eine Leiter und wieder so eine Packerchen. Mhm. Die Facke. Und hier noch ein Bett. Ja, und das kommt auch noch drin. Eine Rankipflanze. Ja. Ein Bettchen. Schlafen kannst. Jetzt geht's da weiter. Tüte 6. Zwei Sechser-Tüte. Ja. Habe ich auch wieder gesehen, so zwei Sechser-Tüte drin.
hier drin. Gut. Die letzte Tüte, die wir heute aufreißen. Alles gut zusammengedrückt? Ja, habe ich. Sehr gut. Ich helfe mal kurz mit. Mhm, kannst du gerne machen. Davon. Und dann kommt der Dreier da drauf. Eins davon. Zwei davon, ein davon. Ist auch wieder so egal. Das ist der Kühlschrank, der das weiß. Der Kühlschrank. Okay? Mhm. Von 5 haben wir noch so einen einzelnen wieder. Da. Alle verzählt? Ja, du hast die verzählt gehabt. Na gut. Ist bei Endkontrolle wieder rausgekommen. Das ist ein Panoramafenster. Jo. Üblich wieder die Leiter und die Fackel. Schon allein von der Logik her. Ein Bett und den Kamin. Nee, stimmt nicht. Bett, Kamin. Die Werkbank. Ja, genau. Das Bett.
Ja, genau, die sitzt. Oder? Mhm, hast du schon fertig? Super. Na klar. Ja, das ist für deins hier. Ja, alles deins. Alles hier hingekrackt. Na klar. Alles hingekrackt. Ja. Ich glaube, was hat doch noch? Muss noch eine stabile Grundplatte bauen. Mal gucken, wie es ja ausschaut. Ja, gucken wir mal. Nee, die sind eigentlich immer. Muss man mal richtig hier drauf sein. Die sind alle unten. Mal gut, so eine Fliesen. Na gut, das habe ich auch. Ja. Warte mal. Das muss ich jetzt mal selber mein Hirn wieder einschalten. Naja, vom Vorteil. Ja. Das ist das nächste. Das sind vier Appartements, die wir hier haben. Und die kommen hier wieder rein, wo ist es doch? Sind wir ja gleich durch, wa? Ja, ein bisschen haben wir doch noch nicht. Ja, Stuff ist ja noch da. Ja, so viel Stuff ist hier nicht mehr. Bestimmt in dieser Farbe Nougat, was das hier sein soll, für eine Farbe. Kein 2x4er Brick. Das ist kein Nougat. Nougat ist das hier. Okay. Gut, das ist kein Nougat, haben wir gerade festgestellt. Kannst auch schon mal dran bauen. Genau, das haben wir Sicht ist. Ist ein Durchblick. Ja. Jetzt hier. Ach, das ist der Bücherraum, ist das? Ja, jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Bücherraum. Uff. Mal gucken, wie das jetzt geht. Wenn wir das einfach Mensch, das kann ich sagen, genau, das ist der Bücherraum. Ja. Wackel noch? Nee, warte, warte, da kommt noch. Das ist der. Da schon mal die Bombe hin, genau. Genau, damit wir schön anschlagen können. Bumm. Bumm. Aber ich muss noch beschwert. Wieso? Ist ja egal, dass das so allgehoben ist. Ist es doch. Jetzt müssen wir mal überlegen, die Truhe, die war.
hier auch richtig hinsetzen, sonst kannst du den nicht aufmachen. Jetzt da weiter. Ja, erklärt mir eigentlich von selbst. Ich wollte sagen, es erklärt sich von selber. Ja. Somit haben wir alle Teile verbaut. So, warte, jetzt muss ich erstmal nicht gleich so schnell. Jetzt komme ich da nicht hinterher. Ja, jetzt kannst du umbauen. Jetzt will ich nicht mehr. Das kannst du zusammenbauen. Oh, jetzt bin ich überfordert. Ja, jetzt ist voll überfordert. Ja. Das beispielsweise hier vorne hinpacken. So. Na, ein Geschlumpere, da fehlt die Fackel. Wenn man lesen will, braucht man ordentlich Licht, sonst macht man sich die Augen kaputt. Lass mich so drauf. Ne? Und der weiße war, glaube ich, da. Dann kannst du hier, was ich denn. Kannst du das zusammenstecken, wie du es brauchst. Ne? Und hier dieses große. Zwischendurch hier vielleicht eine kleine Baumkrone hier rein, oder? Ja, komm hier. Ah, ja, Baumkrone drauf. So. Ja. Achso, die geht nicht weiter runter, stimmt. Nee. Da kann die Sachen ja draufstecken, wie man ja will. Zum Beispiel so. Machen wir das Ganze so. Also so jetzt zusammengebaut, sieht es doch nicht so schön aus. Ja. Also Zusammenbau ganz einfach. Nichts Weltbewegendes. Kann die ganzen Teile tauschen. Wir können auch sagen, was ich hier tauschen. Riemchen hier mit Riemchen hier. Und warte, den packe ich mal quer. Genau. Mal so. Können die ganze oben auch packen. Pack den ganzen. Oh, ja, jetzt kriegen wir einen nicht runter. Erster Baumkorn. Den hier. Jetzt. Den noch so drauf. Nein. Oh. Dann so machen. Ja, die hat er weg, also mal eingesteckt. Weil nein, das bespielen nein. Will? Ja. Der ist verkehrt, der oben ist verkehrt. Wieso? Du kannst so stecken, wie du willst. Okay. Hier gibt es keinen richtig und verkehrt. Ja, das Ganze ist hakt zu mischen. Setzen wir den hier drauf. Genau. Genau, an der Ecke kann man das noch einen Huhn hinpacken. Oben auf dem Baum. Ja, ist doch da auch, geht auch. Aber eigentlich unrealistisch für einen Huhn. Hühner gehören unten hin. Würde ich auch sagen. Hühner gehören hier hin. Da ist ein Hühnerei. Dann will ich das andere Huhn hinpacken. Hier, das Huhn guckt sich hier das gerade an. Ach, jetzt sitzt oben auf dem Kaktus. Guck mal, da ist doch richtig gebaut. So, zack. Oh. Ja, hier oben kannst du eine Katze rumkräucheln lassen hier. Ja, die schon eher. Dann hier so, ah, da kommt eine Katze. In Minecraft haben wir die Katzen, die kriegen immer Angst vor Katzen. Ah. Ja, das ist wohl wahr, das haben sie wirklich. So, ich baue mal den Steinsofa um. Das ist ein Aquarium, da liegt der Fisch drin. So, fertig? Ja. Dann drehen wir das Ganze mal. Wir haben jetzt ein bisschen gespielt, zwar nicht viel,
Aber ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also rausgehen die Sachen ganz gut. Wenn man sie wieder reinführt, klappt der obere Deckel immer ab. Habt ihr gesehen? Ja, ansonsten so ein gutes Set. Ich werde es separat nochmal vorstellen, einen der nächsten Wochen. Ja, hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.